Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Und zwar machen wir eine neue Trainerkarriere. Diese starten wir bei Hannover 96. Ich habe in meiner Community-Funktion eine Abstimmung gemacht, mit welchem Verein wir das Projekt denn starten lassen sollen. War das Deutsch? Ich weiß es nicht, ist auch egal. Ja, zur Auswahl standen Schalke 04, Hertha BSC, Hamburger SV und Hannover 96. Hannover 96 dominierte das Ganze mit 61%. Aus jetziger Sicht 51 Stimmen. 61% sind für Hannover gewesen. Zweiter Platz wäre Schalke mit 29%. Danach HSV mit 6% und Hertha mit 4%. Ja gut. Ja. In allererster Linie möchte ich erstmal erklären, wie ich diese Trainerkarriere gestalten will. Und zwar fangen wir natürlich bei dem von euch ausgewählten Club HSV, wollte ich schon sagen. Aber HSV zählt ja auch, Hannoverischer Sportverein. Fangen wir einfach mit 96 an. So. ich möchte diese Karriere sehr realistisch gestalten. Natürlich wird auch mal vielleicht auch mal was Unrealistisches passieren. Es kann nicht alles immer so detailgetreu sein, aber ich versuche es sehr realistisch zu machen. Klar kommt hier und da mal was Unrealistisches, wo man sich denkt, ja, nee, das würde in echt nicht passieren. Aber hier wäre es realistisch. Heißt auch, umso länger wir in dieser Karriere sind, umso unrealistischer wird es, weil es altert alles und man kann ja nicht in Real Life in die Zukunft schauen. Was ich auch noch sagen will, ich werde nicht für immer bei Hannover 96 bleiben. Heißt, bei einem guten Angebot verlasse ich diesen Verein. Kommt aber auch drauf an, wann. Wenn ich komplett scheiße spiele und sie mich entlassen, dann ist es so, dann werde ich entlassen und suche mir einen neuen Verein. Sollte ich aber irgendwann aufsteigen. Ich glaube, wenn ich aufgestiegen bin, möchte ich erstmal einen normalen Verein, also möchte ich erstmal den Verein für ein oder zwei Saisons weitermachen. Schafft man den Klassenerhalt oder steigt wieder ab, kann man darüber nachdenken, nochmal zu wechseln. So habe ich es mir jedenfalls vorgestellt. Oder wie auch immer, du bist nach 4 Jahren immer noch nicht bei Hannover mit denen aufgestiegen. Und dann auf einmal macht dir ein anderer Verein aus der zweiten Liga ein gutes Angebot, wo man nicht Nein sagen kann. Und dann wechseln wir halt dahin. Kommt drauf an, wie es in Zukunft damit aussehen wird. Ich habe auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen im Voraus hier geplant und ja, hier Teamstrategie habe ich schon mal ein bisschen was gemacht, damit wir das jetzt nicht alles machen müssen. Ich habe es auf Tiki-Taka gestellt. Ich bin halt Barca-Fan und ich brauche halt Tiki-Taka. Diese ganzen Coaches habe ich hier in dieser Verwaltung schon gekauft. So würde aus jetziger Sicht meine Startelf aussehen. Wir werden natürlich auch Verkäufe und Verkäufe tätigen. Was mich leider enttäuscht hat, wer hier nicht drin ist, ist Gindorf oder wie der ausgesprochen wird. Ja, ich weiß nicht wieso. Eigentlich sollte der drin sein, aber ist hier irgendwie nicht. Ich habe auch schon geguckt, vielleicht ist er bei einem anderen Verein. Ist er auch nicht. Wo ich Verbesserungspotenzial sehe, ist ein neuer Innenverteidiger vielleicht, einen neuen Rechtsverteidiger, ein ZM-ZDM mäßig und vielleicht ein auf Rechtsaußen. Ansonsten schauen wir mal, wie man auch noch mit Reservespielern, was wir da machen können. Aber an der Stelle, ja. An der Stelle gucken wir hier. Wir haben wirklich auch extrem viel Budget. Ich denke mal, ich gehe sehr stark davon aus,
dass ich nicht alles vom Budget direkt ausgeben will, weil sonst wird es ziemlich, ziemlich, ziemlich unrealistisch, weil mit 21 Millionen kannst du halt schon sehr viel machen. Damit könntest du halt auch Erstligaspieler holen. Zum Beispiel von Mainz 05 oder von Bochum, Augsburg, was auch immer. Aber in echt würden die ja niemals zu einem Zweitligisten gehen, wenn sie auf ihre Minuten in der ersten Liga kommen würden. Also das sehe ich nicht als realistisch an. Ja. Was ich auch versuchen werde, das ist inspiriert von Dennis Gaming TV, mal wieder ein paar Sky Sport News hier einzubauen, also so aus Sky Sport News HD. Ja, heißt mit den neuesten Gerüchten oder was auch immer passiert ist, versuche ich da schön rüberzubringen. Ich hoffe, euch gefällt auf jeden Fall dieses Projekt. Und ja, dann habe ich jetzt erstmal genug erstmal gequatscht und wir können hier direkt loslegen. Teamzentrale. Ich gehe mal alle durch, wo ich im Verkauf aus jetziger Sicht nichts gegen hätte. Niemand ist für mich in diesem Verein unverkäuflich, außer Harvard Nielsen, weil ist mein Favorite-Spieler. Okay. Bei einem guten Deal lasse ich den auch gehen. Das ist jetzt keine so große Sache. Ja, solider zweiter Torhüter. Ihn habe ich auf die Transferliste gesetzt. So wie Wechsel. Er kann ruhig wechseln. Er ist nicht auf der Transferliste, nicht. Burner, er ist nicht so der Burner. ist ja auch schon ziemlich alt, habe ich auf die Transferliste gepackt. Dann haben wir Lührs, Yannick Lührs. Kann ich glaube ich nicht viel mit ihm anfangen. Ullmann. Ernst würde ich auch gehen lassen. Ihr könnt mir auch gerne Vorschläge in die Kommentare ballern, wen ich verkaufen soll, wen ich nicht verkaufen soll. Ja. Audene. Und Andy. Andy kommen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man die alle ausspricht. Andreas Vogel sagen wir nicht. Und ihn, ich bin mir unsicher. Ich glaube, bei mir würde er aktuell auf wenig Spielzeit kommen im jetzigen Kader. Bin ich am Überlegen, vielleicht ihn für eine Saison zu verleihen. Er hat, wie es auch da steht, großes Potenzial. Ich weiß nicht, ob er auf die Minuten kommt, auf die ich ihn gerne hätte, da er noch etwas zu schwach mit seinem mit seiner Gesamtstärke wäre. Deswegen würde ich ihn, glaube ich, lieber erstmal verleihen. Da würde ich sagen, nehmen wir einfach das mit dem meisten Preisgeld. Da könnte man am meisten noch absahnen. Und moin, Ron-Robert Zieler, vor uns liegt große Arbeit. Ich weiß, Sie haben Gründe, mich auf die Transferliste zu setzen. Aber ich habe mich hier gut aufgehoben gefühlt. Und gehen nur schweren Herzens. Wir brauchen das Geld. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, er sagt das Gleiche. Ich kann dir keine Spielzeit garantieren. Jugendakademie. Boah, diesen Namen auszusprechen ist ja schon ein Krampf. Aber ich versuch's lieber nicht, den lassen wir. Duarte lassen wir auch. Sieht auf jeden Fall sehr schmackhaft aus, auch vom Potenzial. Rojas oder Rogers. Weiß nicht, ich glaube ihn und ihn könnten wir eigentlich wegpacken. Ich kann ihn zu den Profis befördern und ihn dann versuchen zu verkaufen. Mache ich auch, glaube ich. Wäre sonst einfach. Könnte man vielleicht noch ein bisschen was rausholen. Transferliste.
Die 14 kriegst du erstmal ganz sicher nicht. Ja, hier, du kriegst die 50. Dann gehen wir erstmal weiter. Oh, wir haben direkt erstmal ein paar Angebote. Leihe zum Kauf. Ich glaube, bei dem Verein, der wäre zu groß für ihn. Glaube ich nicht an, an große Spielzeit. Da delegieren wir mal. Delegieren das am besten einfach mal. Oh, beschickt das. Glaube ich, muss für mich mal den Ingame-Dings bisschen leiser machen. Ich gehe mal kurz in die Einstellung und mach die Audio. Ja. So ist schon besser. Ja. Anfang bekommen wir auf jeden Fall sehr viele Mails erstmal. Das denke ich mal normal. Ui, FC. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Ich glaube, da kann ich ihm aber auch nicht so viel Spielzeit garantieren. Die wollen halt auch eine Leihe zum Kauf. Ich mache mal eine normale Leihe ein Jahr. Ich glaube, da würde er mehr Spielzeit bekommen als bei Real Valladolid. Lös. Den Marktwert weggeben. Ich weiß. Ihn zu Leeds United. Ich glaube, bei Lewis könnten wir halt noch ein bisschen mehr rausholen. Jeder letzte Pfennig kann uns was bringen und das hier ist gerade ein bisschen ziemlich laut. Da wollen die direkt gehen. Muss das nochmal leiser machen. Wo finde ich denn das? Komisch. Da wurde es auf einmal vorhin gerade einfach ein bisschen lauter. Ja. Ich würde sagen, das können wir eigentlich schnell simulieren. Oder ich werde die meisten Sachen werde ich vielleicht simulieren, schnell simulieren. Manche Spiele, wenn sie besser anschaulich sind, richtig spielen, Höhepunkte spielen. Also es wird von allem mal was dabei sein. Um in das erste Spiel mal richtig reinzukommen. Das ist das erste Spiel für mich als Trainer bei dieser Mannschaft, würde ich sagen, spielen wir die Höhepunkte. Deswegen, ich denke mal, da kann sich dann noch nicht viel nehmen. Alter, das ist laut. Marcel Halstenberg. Okay. Aber bevor wir anfangen, ich muss nochmal. Warum zur verfickten Scheiße ist das so verdammt laut? Ich glaube, ich kann da das. Nee. Weil sonst hätte ich gedacht, ich mache es bei mir im Windows einfach leiser. Mache ich auch einfach.
Mach's mal bei mir auf 50%. Ist das vielleicht nicht mehr so laut? Ja, so geht's. Sorry, da bin ich gerade einmal rausgetappt. Tut mir leid. Kriegen wir eine Ecke? Würde gerne lieber einen Rechtsfuß schießen lassen. Leopold. Und, oh, gute Ecke. Immer noch Ball ist immer noch heiß. Und damit ist der Ball geklärt. Alleingang von den Gegnern. Möglicher Alleingang. Oh, sehr, sehr dolles Foul. Wird aber nicht gepfiffen, wird Vorteil gegeben. Oh, was machen die Hannoveraner da? Aber noch ganz gut geklärt. So, Ball abgesichert, Gelegenheit zur Flanke. Bis jetzt sind die Gegner viel offensiver als wir. Und das gibt den Elfmeter für die Gäste. Durch Foul von Marcel Halstenberg. Und der ist drin. Ah, belastend für Hannover 96. Und dieser Schuss ging ja sowas von ins Klo. Gute Flanke kommt aber nur so halb an, ist trotzdem am Ball und bringt den Ball aufs Tor. Und ja, was soll ich da machen, Alter? Ich hasse FIFA in dieser Funktion manchmal. Gute Ecke. Kunze jetzt am Ball. Auf Schaub. Jetzt die mögliche Flanke in den Raum und sichert das ab. Ball ist aber noch heiß. Ball ist noch heiß und ja. Gut abgesichert von Hannover 96 und damit ist das Spiel abgepfiffen. Ich sehe gerade auch mal, dass wir mit Marcel Halstenberg die rote Karte bekommen haben. Ja, okay. So reinzugehen ist auch nicht gerade schlau gewesen von mir. Ja. Rabiot wechselt zu Chelsea. Ja, Chelsea holt auch jeden Dreck, Alter. Wir bekommen direkt ein Transferangebot für den neuen hier. Das ist sogar ziemlich gut. Nehmen wir direkt an. Ein Jahr Leihe ohne Kauf. Wären Sie sogar einverstanden mit? Nehme ich mal an. Nehme ich mal an. Die Leads wollen nicht weiter nach oben gehen. Und bei denen, ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe auch nochmal in die Verhandlungen und versuche nochmal ein bisschen hochzukommen. Komm. Das könnte mir doch schon mal wenigstens geben. Danke. Eigentlich mag ich den kleinen Japaner hier. Geht trotzdem in die Verhandlungen. Aber jetzt 2 Millionen. Sagt ihr dazu? Ist ein super Angebot.
Warum ist die Musik jetzt schon wieder so verdammt laut? Was sind super Angebote? Wir müssen dann nur darauf achten, wen wir dann auch als nächstes holen. Ja. Können wir auch nochmal in die Verhandlung gehen. Noch ein bisschen mehr versuchen rauszuholen. Bin ich ernsthaft gerade runtergegangen, nur um mir ein bisschen Prozent zu geben. Damit ist der Deal geplatzt. Aber naja, man muss nicht immer alles annehmen. Man muss nicht immer alles annehmen. Denk an deine Ersatzspieler. Natürlich werden wir machen. Der FC Ehrlich. Oder Elche. Ehrlich, Digga. Bin ich ein bisschen zu deutsch. Möchte Sebastian Ernst haben. Oh, man könnte vielleicht noch 100.000 noch mal rausholen. Das ist mal mit 150 mehr. Okay, das ist ein gutes Angebot. Ein wirklich sehr gutes Angebot. Sag ich so, wie es ist. Rapid Wien ist unser nächster Gegner. Dr. Halstenberg ist mit Rot gesperrt. Nein, nicht Trikot wählen. Ach, lost. Ich bin lost. Ich muss Y drücken, damit ich den Kader hier umändern kann. Kann ja hier ein bisschen mal umrotieren. Komm, hier, du darfst mal spielen und Vogelsammer. Spielen wir die Höhepunkte. Also ich finde, das ist auch eine sehr, sehr gute. Ist schon wieder so verdammt laut. So gute Neuerung in FIFA. Weil normale Spiele zu spielen dauert immer so lange. Das habe ich jetzt einfach mal geskippt, weil, ja, ist eigentlich im Prinzip dasselbe, wie was wir gerade eben gesehen haben. So. Auf Außen auf Leopold. Ist zu Ball verliebt, möchte nicht die Flanke geben. Konter durch Hannover 96 jetzt. Dama am Ball. Und dribbelt sich da gut durch. Gibt den Steilpass in den Raum. Und das wird leider nichts jetzt. Alleingang von Rapid Wien in der 60. Minute. Halstenberg sichert den Ball. Weite Flanke. Und die ist direkt weg. Oh. Alter, was wird denn das hier? Rapid Wien. Torschuss. Und also ich glaube, das, was ich gerade gelobt habe, ist jetzt wieder voll am Reinscheißen. Ah, ne, doch nicht, weil es die ganze Zeit nicht abgebrochen hat. Deswegen habe ich jetzt gerade eben mal den Ball verloren, einfach mal so. Burgstaller spielt bei Rapid Wien. Lol. Und durch den Alleingang konnte man nichts machen. Rapid Wien liegt durch Guido Burgstaller, müsste er heißen. Guido? Weiß es nicht. In Führung. Und damit ist das Spiel abgepfiffen. Krass. Ja, Marcel Halstenberg. Wärst du mal in Leipzig geblieben? Nee. Die will eh keiner. Hast alles richtig gemacht.
Fünf neue Nachrichten haben wir sogar. Okay. Ausgeliehen. Verkauft. Verkauft. Neues Transferangebot. Tauschgeschäft. Ein ZM. Ethan Robson. Tausch und Spieler anzeigen. Vertrag läuft aus. Packe ich mir mal auf die Wunschliste. Sieht eigentlich gar nicht so uninteressant aus. Aber da der Vertrag ja eh ausläuft, habe ich kein Interesse. So. Und da sehen wir unsere erste Entlassung bei Hannover 96. Eigentlich ein Spieler, den ich nicht verkaufen wollte, als ich mir davor die Planung gesetzt habe, weil ich die japanischen Fußballer sehr mag. Muraya verlässt uns. Ja. Auf Wiedersehen, vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Gegen Leeds United. Auch für 2 Millionen musst du das halt annehmen. Ist halt ein direkter A-Deal. Da kann man halt wirklich nichts gegen sagen. Heißt aber auch im Umkehrschluss, wir brauchen einen neuen Rechtsverteidiger. Und ich glaube, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und ciao.